This is the motto of the show, Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, but the goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true Word of God, Bible-believing people who uphold the truths of Jesus Christ's name. Suffering at the hands of Rome, 'cause they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ in vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be lulled by Rome's sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man. Salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today. They offer up another way, a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie, with such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord. Recall their memory to say, by the same faith we live today. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Stunde der Wahrheit, Bibelstudie mit Jörg. Das ist jetzt der zweite Teil, mit dem wir uns im Grunde damit beschäftigen, wo ich auseinanderlegen möchte, warum ich den ersten Teil ist Homosexualität, also Sodomie, wie ich ja sagte, heißt es ja in der Bibel, heilbar, wo es jetzt damit weitergeht. Und in diesem Video geht unsere Analyse weiter in die Richtung, mit Hilfe der Bibel, die Sodomie, die Ursache, die Wirkung und Heilung derselbigen, also Sodomie, zu erklären. Nun, versteht mich nicht verkehrt, aber dazu benötigt es die ganzen späteren Verse in diesem ersten Kapitel, die ganzen späteren Verse in diesem ersten Kapitel des Briefes der Römer, den Paulus damals schrieb, wahrscheinlich aus Korinth, an eben die Kirche in Rom oder zu Rom, was das erste Epistel von ihm ist, mit dem er überhaupt seine Evangelisierung der Heiden begonnen hat. Ja? Also damit seine Aufgabe angefangen hat, was Christus von ihm und von jedem wahren Christen fordert: geht hinaus in die Welt und predigt das Evangelium an jede Kreatur. Genau das hat Paulus getan und der Brief an die Römer ist, wie ich ja letztes Mal schon gesagt hatte, ein sehr eindrucksvoller erster Brief. Und wir nehmen uns hier zur Hilfe das Buch von Karl Olof Rosenius, der Brief an die Römer, wo er auf 1370 Seiten das ganze Buch der Römer analysiert. Und wir sind im Augenblick auf Seite 55. Und ihr werdet sehen, dass ich natürlich heute erstmal weitermache mit dem Vers 16, den wir letztes Mal besprochen haben und analysiert haben, anzufangen, mit der Analyse heute weiterfahre. Und natürlich kommen wir noch nicht zum Schluss, aber um die Sodomie, die Ursache, Wirkung und Heilung biblisch komplett zu erklären, dazu benötigt es die späteren Verse in diesem Kapitel. Jedoch ist dieser Aufbau, um bei dem Vers 15, wo ich ja letztes Mal mit angefangen habe, anzufangen, dieser Aufbau ist für ein gut fundiertes Gesamtverständnis unerlässlich.
Ich mache keine halben Arbeiten. Das habt ihr im letzten Video ja auch gesehen. Da bin ich gesagt, habe ich gesagt, ah, hier und da der Bibelvers, aber ist jetzt nicht so wichtig. Und dann habe ich ihn doch gesucht und vorgelesen, eben weil es so wichtig ist. Ja, ich will keine halben Sachen machen. Ich möchte euch wirklich davon überzeugen, dass die Bibel ganz klar sagt, was die Ursache der Sodomie ist, ja, was die Wirkung der Sodomie ist und was auch die Heilung der Sodomie ist. Und das ist immer noch in dem Zusammenhang diese Lesung heute auch. Nun, wir hatten letztes Mal aufgehört, oben auf Seite 55 in diesem Buch. Ich gehe noch mal eben ein, zwei Sätze zurück, dass wir ein bisschen wieder reinkommen, weil es geht weiter mit: Dieses hat der Apostel so reichlich erklärt. Okay, was hat der Apostel so reichlich erklärt? Also gehen wir noch mal kurz zurück, dass wir es gut verstehen. Ja, er sagt hier: Gegen die alte Meinung derjenigen, die noch hohe Gedanken von der Kraft des Gesetzes, von der eigenen Kraft des Menschen hatten, ist es, dass der Apostel dieses Wort vom Evangelium richtet. Es ist eine Kraft Gottes. Ja, also das Evangelium ist eine Kraft Gottes. Das sehen wir deutlich aus seinen Worten im 1. Korinther, Kapitel 1, wo selbst er sagt, Zitat: Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Ende Zitat. Wir predigen Christum, göttliche Kraft und göttliche Weisheit. Denn die göttliche Torheit ist weiser, denn die Menschen sind. Und die göttliche Schwachheit ist stärker, denn die Menschen sind. Ha, göttliche Schwachheit. Er selber nennt es Gotteskraft. Also müssen es andere gewesen sein, die es Schwachheit nannten. Aber als dann antwortet der Apostel: Ist das Evangelium eine Schwachheit, dann ist es eine göttliche Schwachheit. Aber die göttliche Schwachheit ist stärker, dann die Menschen sind. Das Evangelium ist eine Gotteskraft. Heben wir denn das Gesetz auf durch den Glauben? Das sei ferne. Sondern wir richten das Gesetz auf. Nur das Evangelium bewirkt es, dass ein Mensch wirklich anfängt, das Gesetz zu halten. Nur durch das Evangelium ist's, wenn irgendein Mensch Gottes Kraft empfängt. Das Evangelium hat den Namen und den Anschein, eine Schwachheit zu sein, aber im Gegenteil ist es eine Kraft Gottes in den Menschen zur Gerechtigkeit und zur Heiligung. Und da kann man ja schon fast auf die Sodomie mit eingehen, ja? Zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und ich füge hinzu auch zur Heilung. Das Evangelium ist die Kraft Gottes in den Menschen, um sie zu Gerechtigkeit, zur Heiligung und auch zur Heilung zu bringen. Heilung von Krankheiten, in diesem Sinn zum Beispiel die Sodomie. Und warum das und was das für eine Krankheit ist, da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Dieses hat der Apostel so reichlich erklärt, sonderlich in den Briefen an die Römer und an die Galater, so dass jedermann genugsam sehen kann, worauf der Apostel hier hindeutet. Er beweist dort, dass das Gesetz den Menschen weder gerecht noch heilig machen kann. In ersterer Hinsicht ist es gerade das Gesetz, das alle Menschen verdammt. Darum, dass kein Fleisch durch das Gesetz gerecht ist. Daher auch all diejenigen, die mit des Gesetzes Werken umgehen, unter dem Fluch sind. Und in Bezug auf die Heiligung bewirkt das Gesetz nur, dass die Sünde durch das Gebot überaus sündig wird. Es erregt die sündlichen Lüste und die Sünde wird mächtiger. Das Gesetz bewirkt nicht Liebe, sondern das Gesetz bewirkt Zorn. Nicht Leben, sondern das Gesetz bewirkt den Tod. Wenn ein Gesetz gegeben wäre, das da könnte lebendig machen, so käme die Gerechtigkeit wahrhaftig aus dem Gesetz. Mit diesen Worten erklärt der Apostel, dass das Gesetz weder gerecht noch heilig macht. Der Mensch wurde durch den Sündenfall geistlich tot, in einer inneren Feindschaft gegen Gott und seinen Willen in einem Geneigtsein zu allem Bösen gefangen, ja, unter die Sünde verkauft. Weil in einem solchen Zustande das Gesetz von ihm das fordert, was er nicht vermag, und ihn verdammt, wenn er nicht alles erfüllt, so kann daraus nur einer dieser beiden Fälle folgen. Entweder
dass er sich nur auf äußere Dinge stürzt, mit deren Tun und Halten er zurechtkommen kann und so ein Heuchler und Pharisäer wird, der das vergisst, was am vornehmsten im Gesetz ist, nämlich das Herz selbst, die Gottesfurcht und die Liebe. Oder aber er wird tiefer ergriffen und erweckt, sodass Gottes Stimme und Augen die Sünden seines Herzens verfolgen und er das Urteil Gottes über jeden sündigen Gedanken oder jede sündige Gemütsregung sieht. Dann muss er in Bitterkeit gegen einen solchen Gott in Verzweiflung und Tod stecken bleiben. So viel vermag das Gesetz auszurichten. Und dazu ist es auch von Gott bestimmt. Wenn jedoch das Evangelium von Christo jetzt kommt und dem Menschen voller Gnade und Vergebung verkündigt, gerade während er in seiner Sünde, Bosheit und Verzweiflung daliegt, dann entsteht ein ganz neues Leben im Herzen, ein neuer Blick auf Gott, ein inniges Vertrauen, eine persönliche Beziehung möchte ich hierbei hinzufügen, eine herzliche Dankbarkeit und Liebe. Und so wird das in ihm begonnen, was das Gesetz zuallererst fordert, nämlich die Liebe zu Gott. Was war das erste Gebot, das Jesus Christus sagte? Er hat die 10 Gebote verkürzt auf 2, um es zusammenfassend zu bringen. Und das erste Gebot sei: Liebe Gott, den Vater im Himmel, mit all deiner Macht und Kraft, mit deiner ganzen Seele und allem, was du hast. Ja? Und hier lesen wir: Wenn jedoch das Evangelium von Christo jetzt kommt und dem Menschen voller Gnade und Vergebung verkündigt, gerade während er in seiner Sünde, Bosheit und Verzweiflung daliegt, wie wir alle, denn wir sind alle geboren in Sünde und Übertretungen, dann entsteht ein ganz neues Leben im Herzen. Dann wird unser Herz beschnitten durch den Herrn, denn die Beschneidung ist inwendig, nicht auswendig. Ein neuer Blick auf Gott wird uns gegeben. Ein inniges Vertrauen, eine, wie ich gerade eben schon sagte, eine persönliche Beziehung können wir zu unserem Vater aufbauen. Eine herzliche Dankbarkeit und Liebe. Und so wird das in ihm begonnen, in dem neugeborenen Christen, was das Gesetz zuallererst fordert, nämlich die Liebe zu Gott. Und diese Liebe, dieses Leben in Gott, ist ja der innerste Grund und das innerste Wesen der Heiligung. Nun, dies ist das, was man verstehen und über diesen Punkt erklären kann. Dass aber das Evangelium eine Kraft Gottes zur Seligmachung, Neugeburt und Heiligung des Menschen ist, das ist außerdem ein Geheimnis Gottes. Es gefiel Gott wohl, sagt der Apostel, durch törichte Predigt selig zu machen, die so daran glauben. Es sollte in einer vom Menschen törichten Weise geschehen, auf dass sein ganzes Verständnis vom Bösen und Guten, darin er Gott gleich sein wollte, gänzlich zunichte gemacht, die alte Einbildung in uns vollständig getötet werden soll, und wir nur an Gott allein zu glauben lernen sollen. Dass jedoch der Mensch so gänzlich, sowohl dem Verständnisse wie den Kräften nach, zunichte gemacht werden und sich vor etwas beugen soll, das ihn sowohl Torheit wie Schwachheit deucht, das ist der Natur schlechterdings unleidlich. Du, der du diese törichte Predigt hörst, dass alles Fleisch wie Heu ist, wenn du so fortfährst mit dem Ernste, der beweist, dass du es wirklich meinst, dann bereite dich darauf, entweder als ein verwirrter Narr oder aber als ein falscher Geist, der keine Anstrengung und Beschwerde mit der Bekämpfung der Sünden, sondern Freiheit für das Fleisch haben will, angesehen zu werden. Sowohl inwendig in deinem Herzen als auch außerhalb von noch starken Werkheiligen wirst du beständig jene Stimme hören. Gewiss haben wir selber Kraft. Wir sind nicht so gänzlich unvermögend. Wenn wir uns nur ernstlich bemühten, dann würden wir wohl die Sünde bekämpfen können. Und so wird dir der Rat gegeben, nicht länger zu erwarten, dass Christus uns sowohl zur Gerechtigkeit wie zur Heiligung sein wird, sondern dass wir diese Schwachheitslehre fahren lassen und uns etwas anderes vornehmen müssen. Wir müssen nämlich an einige eigene Kraft glauben
und diese gut anwenden, dann werden wir andere Heilige werden, als wir, als wir durch das Evangelium geworden wären. Diese ist die gewaltigste und feinste Versuchung, die jemals einem Christen widerfährt. Denn teils ist nichts so tief in unserer ganzen Natur eingewurzelt, als der Glaube an uns selber, ich, ja? Und der Unglaube an Christum. Teils hat keine andere Versuchung einen solchen Anschein der Heiligkeit und des Ernstes wie diese. Teils vermeidest du auch durch dieselbe den Weg des Ärgernisses am Kreuz und wirst als ernster, frommer und redlicher Mann angesehen. Tja, es ist zu befürchten, dass viele, die einst die Kraft des Evangeliums verstanden und schmeckten, aber nicht bei dem reinen Bekennen desselben beharren, sondern wenigstens in einer feineren Weise davon abweichen und einen Ton annehmen, der der menschlichen Einbildung günstig ist, des Öfteren durch jene Einsicht dazu bewogen werden, dass sie dadurch der beständigen Schmach entgehen und das Ansehen gewinnen, verständige und ernste Männer zu sein. Sie sind allmählich des Ärgernisses am Kreuz müde geworden. Galater 5, Vers 11 und 6, Vers 12 deutet der Apostel solches an. Stets einem Ansehen zu entsagen, das man nur durch einige Worte erwerben kann, das ist sehr schwer. Doch der Herr sieht die Meinung und den Sinn deines Herzens. Er, der das weiß, was im Menschen ist, hat ernstlich gewarnt. Wer sich mein und meiner Worte schämet, dessen wird sich des Menschensohn auch schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit. Ja, nun hatten wir gerade eben gelesen über den ersten Korintherbrief, über Galater Kapitel 5 und Kapitel 6, jeweils Vers 5 und Vers 12. Und dann suche ich uns das mal eben raus in meiner Schlachter 2000 Bibel, die ich hier liegen habe. Galater, Kapitel 5, Vers 11. Es steht geschrieben, ich aber, ihr Brüder, wenn ich noch die Beschneidung verkündigte, warum würde ich dann noch verfolgt? Dann hätte das Ärgernis des Kreuzes aufgehört, sagt Paulus. Und in Galater, Kapitel 6, Vers 12, steht geschrieben, alle, die im Fleisch wohl angesehen sein wollen, nötigen euch, dass ihr euch beschneiden lasst, nur damit sie nicht um des Kreuzes des Christus willen verfolgt werden. Ja? Es geht nicht mehr um die äußere, nein, es geht um die innere Beschneidung, der Sinn des Herzens. Ja? Siehe, fahren wir fort, wenn du das Evangelium so predigst, dass du die Gläubigen nicht ermahnst, dem Evangelium würdiglich zu wandeln, zu wachen und zu beten und den ganzen Harnisch Gottes anzuziehen, dann verdienst du wohl bestraft zu werden, wie einer, der nicht das ganze Wort Gottes predigt. Aber hier ist davon die Rede, dass ob zwar oder obwohl du sowohl das Gesetz als eine Zucht auf Christum anwendest, wie auch die Gläubigen ermahnst, du dennoch die Schmach des Kreuzes tragen musst, wenn du nur ernstlich diese Lehre treibst, dass alles Fleisch Heu ist, dass wir keine eigene Kraft haben, den Willen Gottes zu erfüllen, sondern indem du alles von dem Geben Christi herleitest, predigst du zuerst und zuletzt Christum. Christum sagt ja nicht für nichts, ich bin der Erste und der Letzte, ich bin das Alpha und das Omega. Ja? Predigst du zuerst und zuletzt, dann predigst du Christum. Nur dieses wird dir die Schmach des Kreuzes zuziehen. Oder kann jemand sagen, dass der Apostel Paulus die Christen nicht ermahnte oder ihnen nicht das Gesetz verkündigte? Dennoch, während er ernstlich diese Lehre trieb, dass wir selber keine Kraft haben und auch das Gesetz keine Kraft hat, uns heilig zu machen, sondern dass das Gesetz im Gegenteil gegeben ist, um unseren Mund zu verstopfen und die Sünde mächtig werden zu lassen und dass alle Gerechtigkeit und Heiligung aus dem Glauben an Christum kommt, so wurde ihm doch der Vorwurf gemacht, dass er das Gesetz durch den Glauben aufhebe. In Römer Kapitel 3, Vers 31.
Dann wollen wir das mal eben aufschlagen und sehen, dass ich das hier in der Bibel kurz hinkriege. Römer, hier bin ich, Johannes ist ein bisschen weit weg. Dann haben wir noch Apostelgeschichte, Römer. Achso, ja, das ist ja hier bei Römer drin. 3, 31. Es steht geschrieben in der Schlachter 2000 unter Römer 3, 31 heben wir da nun das Gesetz auf durch den Glauben, das sei ferne. Vielmehr bestätigen wir das Gesetz. Römer 3, sehr interessant und das werden wir ja auch noch im Laufe dieser Bibelstudie lernen, weil ihr wisst ja, ich mache im Augenblick die Verse 15 bis 32, um eben das Thema der Sodomie gründlich zu erläutern. Und danach fange ich das Buch von vorne an und wir lesen die ersten Verse bis 15 und dann natürlich weiter in Kapitel 2, 3 und so weiter. Zumindest wenn ich den Eindruck habe, dass diese Videos gut angenommen werden. Ich selber habe die Bibel bereits hier im Neuen Testament mit meinem Bruder Tom Fress intensiv studiert und deswegen liegt mir ja auch so viel daran, mit euch meine Erkenntnis der Bibelstudie über das Buch der Römer und die Wichtigkeit des Buches der Römer zu teilen. Ich will damit nicht irgendwas abtun an anderen Büchern in der Bibel. Jedes Buch ist wichtig, jedes Kapitel ist wichtig, jeder Vers ist wichtig, selbst jedes Wort ist wichtig. Darum soll auch nicht ein Wort oder ein Titel oder ein Komma oder ein Punkt in der Bibel verändert werden, befiehlt Gott. Also, Römer 3, 31, hatten wir ja gerade gelesen, lasst uns Übels tun, auf das Gutes daraus komme, steht in Vers 8. Also in Römer 3, Vers 8. Ja. Müsste man dann nicht so reden, wie wir verleumdet werden und wie etliche behaupten, dass wir sagen, lasst uns Böses tun, damit Gutes daraus komme? Ihre Verurteilung ist gerecht. Ja. So steht es in Römer Kapitel 8, Kapitel 3, Vers 8. Siehe, das ist das Ärgernis des Kreuzes. Dasselbe hatte er darum, weil er mit Ernst diese törichte Predigt trieb. Und da wir ferner in den Evangelien sehen, dass es ganz eben dieselbe Anklage war, die Christus selber beständig von den werkheiligen Pharisäern erleiden musste, so fragen wir, sollen nicht alle seine rechten Knechte eben dasselbe Zeichen haben? Da es ja nicht von dem rohen Haufen war, sondern gerade von denjenigen, die dem Gesetz nach dem meisten Eifer für Gott hatten und eben dasselbe Wort Gottes hatten, wie wir es haben, weil es von solchen war, dass diese höchsten Diener Gottes eine und dieselbe Beschuldigung erhielten, sollen wir dann nicht verstehen, dass dieselbe zu allen Zeiten ein wichtiges Zeichen des wahren Evangeliums ist? Ja, beachte, indem Paulus sagt, ich schäme mich des Evangelii von Christo nicht. So hat er damit ein feines Kennzeichen und einen entscheidenden Ausschlag darüber gegeben, welcher der rechte Weg ist, nämlich der, dem die Schmach anhaftet, nicht wegen anderer Ursachen, sondern wegen der eigentlichen Verkündigung des Evangeliums. Das ist genau ebenso, wie da er sagte, dass er Gott diene nach diesem Wege, den sie eine Sekte heißen. Apostelgeschichte 24, Vers 14. Es gibt Menschen, die etwas ganz anderes als die Welt sein wollen, fromme und rechte Christen sein wollen, aber in einer so verständigen und richtigen Weise, auf dass ihr Christentum allgemeine Anerkennung und Achtung gewinnen soll. Also wenn mein Christentum und mein christlicher Glaube jemals allgemeine Achtung und Anerkennung gewinnt, dann ist was ganz verkehrt mit meinem Glauben. Das muss ich hier mal eben einwerfen. Ja? Und es gelingt ihnen auch, fährt er fort. Aber ihr Weg hat nur diesen bedenklichen Fehler, dass der Herr Christus denselben nicht anerkennt, sondern spricht, wehe euch, wenn euch jedermann wohlredet, in Lukas Kapitel 6. Oder ist es möglich, dass du es in der Lehre und mit dem Lebenswandel richtiger hast, als der Herr Christus selbst es hatte?
Aber ihm gelang es nimmer, der Beschuldigung gegen das Gesetz zu sein, zu entgehen. Solltest du dich doch nicht vor deines Herzens und deines tieflichsten Feindes Betrug fürchten, wenn du dir kurzerhand einen anderen Weg bereitest als den, den Christus und Paulus gingen? Möchten wir wohl zusehen, dass wir den ganzen Weg nicht verfehlen, sondern mit allen unseren Gebrechen doch dem einzig rechten Wege angehören. Demjenigen, der eine Sekte heißt und dessen sich zu schämen man versucht wird. Aber dann dürfen wir uns auch desselben nicht schämen, sondern Gott für diese Gnade nur loben und preisen. Siehe 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, Verse 8 und 12. So lesen wir hier also im 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 8. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, auch nicht meinetwegen, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit uns für das Evangelium in der Kraft Gottes. Und in Vers 12 steht geschrieben, aus diesem Grund erleide ich dies auch. Aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube, und ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, das mir Anvertraute gut zu bewahren bis zu jenem Tag. Doch wir gehen nun wieder an den Text. An den Text, in dem der Apostel sagt, dass das Evangelium eine Kraft Gottes ist, die da selig macht, fügt er noch einen kurzen, aber sehr wichtigen Anhang hinzu. Er sagt, alle, die daran glauben. Er sagt nicht, dass das Evangelium eine Kraft Gottes sei für alle, die es hören, sondern er sagt, die daran glauben. Das muss man recht bedenken. Viele wundern sich, dass sie im Evangelium keine Kraft Gottes finden, und dennoch haben sie nimmer recht und daran geglaubt. Sie sind entweder noch schlafende Weltkinder oder aber Erweckte, die jedoch beständig nur mit sich selber, mit ihrem eigenen Tun und Sein umgehen, die über die großen Verkündigungen im Evangelium flüchtig hinweggefahren sind und stets meinten, geglaubt zu haben, wenn sie die Wahrheit nur nicht bezweifelten, während dennoch die ganze Vertröstung und das Trachten des Herzens auf ihre eigene Mitwirkung gerichtet war. Sie haben dann nicht erfahren, dass das Evangelium eine Kraft Gottes ist. Wie war das möglich? Du hast noch niemals wirklich geglaubt, dass du ganz frei von deinen Sünden bist, nur durch Christum frei von allen Urteilen des Gesetzes, dass du Gottes geliebtes Kind bist. Wenn du solches niemals glaubtest, wie würdest du dann die Kraft des Evangeliums erfahren haben? Aber das Evangelium verbleibt doch das Einzige, das eine Kraft Gottes ist, die da selig macht. Alle, die daran glauben, nicht alle, die es lesen, die daran glauben. Und ich füge hinzu, die es auch leben. Die Juden vornehmlich und auch die Griechen, fährt ja in dem Vers fort. Der Grund zu dieser Hinzufügung, dieser Ordnung, zuerst die Juden, sodann die Griechen, wird fernerhin im 9., 10. und 11. Kapitel ausführlich erklärt, wo selbst der Apostel von dem alten Bunde Gottes mit dem Volke Israel redet, das in erster Linie in seinen eigenen Ölbaum Christus eingepropft werden musste, wie wir in Kapitel 11 lesen. Kapitel 11, unglaublich wichtig zum Verständnis, zum Umgang von sogenannten Christen mit den Juden. Ja? In einer kleinen Fußnote, als er hier spricht, zuerst die Juden, sodann die Griechen über die Griechen, schreibt er hier in einer Fußnote, seitdem die Feldherren Alexanders sein Reich in Ägypten und Asien gegründet hatten, wurden auch die Einwohner dieser Länder als Griechen betrachtet, weil sie im Allgemeinen Griechisch sprachen. Und da die Juden kaum in Berührung mit anderen Heiden standen, so nannten sie alle Heiden Griechen. Darum wurden mit diesem Ausdruck alle Heiden bezeichnet. Das ist aber, glaube ich, etwas, was ihr sowieso schon verstanden habt, dass, wenn es in der Bibel genannt wird, es gibt ja auch später noch diesen Ausdruck, da ist weder Jude noch Grieche, dann ist mit den Griechen natürlich immer der Heide gemeint. Ja? Eben aus diesem Grund. Griechisch war damals die Weltsprache, nicht Latein, selbst zur Zeit Jesu Christi. Nein, nein,
Latein war nicht die Weltsprache, Griechisch war die Weltsprache. Ja? Aber das ist eine andere Sache. Wie gesagt, Kapitel 11 Römer, da freue ich mich auch schon drauf. Ganz, ganz wichtig, das zu verstehen. Und ich kann euch ja mal eine kurze Geschmacksprobe davon geben, warum Römer Kapitel 11 so wichtig ist. Ich will jetzt gar nicht vom eigentlichen Thema abweichen. Ich möchte nur sagen, dass es da einen Vers gibt, in dem steht, ich frage nun, sind sie, sprechend über die Juden, denn gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Das sei ferne. Sondern durch ihren Fall wurde das Heil den Heiden zuteil, um sie zur Eifersucht zu reizen. Römer, Kapitel 11, Vers 11. Einer der mächtigsten Verse, den wir uns wirklich vereinselbigen sollten, ja, also mit dem wir uns eins machen sollten, wenn wir das Buch, oder besser gesagt das 11. Kapitel im Buch der Römer lesen, wenn wir da hinkommen. Und das auch jetzt schon zum Verständnis ganz, ganz wichtig ist. Ja. Ohne den Fall der Juden am Ende der 490 Jahrwochen aus Daniels Prophezeiung aus Kapitel 9 hätten die Heiden das Evangelium nicht bekommen, das erst zu den Juden ging und danach zu den Heiden. Und eben weil die Juden es nicht angenommen haben, aber so viele Heiden es angenommen haben und sich haben zum Christentum bekehrt in der Zeit, sollen wir damit die Juden zur Eifersucht erwecken. Zur Eifersucht der Erlösung, zur Eifersucht zum Verständnis des Evangeliums, zur Eifersucht zum Verständnis, dass Jesus Christus der Messias war und ist, dass er derjenige ist, von dem Daniel in Kapitel 9, Verse 4 bis 27 spricht. Ja? Denn wer Daniel Kapitel 9 nicht verstanden hat, der folgt der zukünftigen Antichristenlehre in dieser Welt, wo Jesus Christus, der gemeint ist in Kapitel 9 von Daniel, durch den Vatikan ersetzt wird, durch den Antichristen. Ja? Und dann machen sie da eine 2000 Jahre Lücke, die es überhaupt niemals gegeben hat. Die Falschlehre. Das ist genau diese Falschlehre, die auch den Juden aufgesessen sind. Weil schlussendlich hat Jesus Christus selbst zu ihnen gesagt, ich komme im Namen meines Vaters und ihr erkennt mich nicht. Jemand anders wird kommen in einem Namen, den ihm mein Vater nicht gegeben hat und den werdet ihr erkennen. Ja, auf wen hat er es da wohl gemünzt? Ja? Auf denjenigen, der in dem Theater der zukünftigen 70. Woche Daniels hier auf diese Welt kommt und den Antichristen spielt. Den werden sie dann als Christen erkennen. Aber ich wollte jetzt gar nicht zu weit dahin abweichen. Aber wie gesagt, 2. Timotheus hatten wir gerade gelesen, Kapitel 1, Verse 8 und 12. Und darauf eingehen musste ich mal kurz auf Römer 11 fortgehen und musste euch deutlich machen, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Ja? Die Juden vornehmlich und auch die Griechen. Ja? Ich lese es nochmal eben, was darauf hinführt. Die Juden vornehmlich und auch die Griechen. Der Grund zu dieser Hinzufügung, dieser Ordnung, zuerst die Juden, sodann die Griechen, wobei ich gerade erklärt habe, wo der Ausdruck der Griechen nach Alexander herkommt, wird fernerhin im 9., 10. und vor allen Dingen auch im 11. Kapitel ausführlich erklärt, wo selbst der Apostel von dem alten Bunde Gottes mit dem Volke Israel redet, das in erster Linie in seinen eigenen Ölbaum, der Christus ist, eingepfropft werden musste. Das lesen wir in Kapitel 11. Da jedoch die Juden ihren eigenen König, Christus, verworfen und getötet hatten und er dennoch ausdrücklich erklärte, dass die Apostel mit ihrer Predigt zu Jerusalem anheben sollten, Lukas 24, 47, Apostelgeschichte 3, 26, 13 und 46, so haben wir hier eine bemerkenswerte Lehre. Angefangen in Lukas 24, 47. Ja? Also, dann nehme ich mir mal eben die Bibel und dann lesen wir Lukas 24. Hier müssen wir natürlich zugestehen, dass ich eine kurze Zeit brauche, um die richtige Stelle in der Bibel immer aufzuschlagen. Lukas Kapitel 24, Vers 47. Es steht geschrieben, und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden, unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem.
Zuerst den Juden und dann den Griechen. In Apostelgeschichte 3 sind es die Verse 26, ist es der Vers 26, also Apostelgeschichte 3, Vers 26, es steht geschrieben: Euch zuerst hat Gott, als er seinen Knecht Jesus erweckte, ihn gesandt, um euch zu segnen, indem ein jeder von euch sich von seiner Bosheit bekehrt. Von euch, hier gesprochen zu den Juden. Und dann in Apostelgeschichte Kapitel 13, da müssen wir schauen nach zu Vers 46. Mal eben sehen, 13 und dann Vers 46, es steht geschrieben, da sagten Paulus und Barnabas freimütig: Euch musste das Wort Gottes zuerst verkündigt werden. Ja? Zuerst den Juden und dann den Griechen. Euch, den Juden, musste das Wort Gottes zuerst verkündigt werden. Da ihr es aber von euch stoßt und euch selbst des ewigen Lebens nicht würdig achtet, siehe, so wenden wir uns zu den Heiden oder eben zu den Griechen. Ja? So haben wir hier, sagt der Autor hier, eine bemerkenswerte Lehre. Mit dieser Vorschrift Christi sollten nicht nur die Weissagungen erfüllt werden, wie zum Beispiel Jesaja Kapitel 2, Vers 2. Da wollen wir eben sehen, wie schnell wir hier Jesaja aufgeschlagen kriegen. Nicht so ganz schnell. Ich bin in Jeremia, Jesaja Kapitel 2, Vers 2. Moment, ich hab's gleich. Könnte natürlich auch auf Pause drücken, aber kann man auch so machen. Jesaja 2, Vers 2, es steht geschrieben: Ja, es wird geschehen am Ende der Tage. Da wird der Berg des Hauses des Herrn fest gegründet stehen an der Spitze der Berge, und er wird erhaben sein über alle Höhen, und alle Heiden werden zu ihm strömen. Ja, die Kirchen sind ja wohl heute gefüllt mit Heiden und nicht mit Juden. Ne? Schöne Voraussicht. Jesaja 2 und 3 sagt er, in Vers 3 fährt es fort: Und viele Völker werden hingehen und sagen: Kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns belehre über seine Wege und wir auf seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und auch noch in Psalm 68, mal eben sehen, wie schnell ich das jetzt schaffe aufzuschlagen hier. Psalm 68, Verse 16 bis 18. Mal gucken. Psalm 68, Verse 16 bis 18. Es steht geschrieben: Das Gebirge Baschan ist ein Gottesberg. Das Gebirge Baschan ist ein gipfelreicher Berg. Warum beneidet ihr gipfelreichen Berge den Berg, den Gott zu seiner Wohnung begehrt hat, denn den der Herr auch ewiglich bewohnen wird? Gottes Wagen sind 10.000-mal 10.000, Tausende und Abertausende. Der Herr ist unter ihnen, wie am Sinai in Heiligkeit. Mit dieser Vorschrift Christi sollten also nicht nur diese Weissagungen erfüllt werden, die ich gerade gelesen habe, aus Jesaja Kapitel 2 und Psalm 68, sondern der Herr würde dadurch auch zeigen, wie groß und frei seines Herzens Gnade und Liebe ist, die im Evangelium verkündigt wird, weil die Gnade zuallererst denen angeboten werden sollte, die sein Blut vergossen, die den Fürsten des Lebens getötet hatten. Und das waren ja nach dem allgemeinen Verständnis die Juden. Naja, die sein Blut vergossen, na, das waren die Römer. Aber die sein Blut vergossen haben, zugelassen und gefordert haben, das waren die Juden. Also ich möchte das hier doch mal eben recht setzen. Ja? Die Juden haben Jesus nicht gekreuzigt, das waren die Römer. Das sollte man niemals vergessen. Das ist eine leicht Falschlehre, die sich überall einschleicht. Auch hier bei Karl Olof Rosenius, wenn er das so schreibt, er hätte diesen Satz ein wenig anders formulieren müssen. Ja, also, die Gnade soll zuallererst denen angeboten werden, die sein Blut vergossen, die den Fürsten des Lebens getötet hatten.
wirklich biblisch geschichtlich gesprochen haben die Juden Jesus nicht getötet. Das waren die Römer. Aber natürlich haben die Juden es gefordert, haben es zugelassen und haben ihm zugejaucht. Also das will ich ja gar nicht, will ihre Rolle da gar nicht runterspielen. Aber sein Blut vergossen haben die Römer und nicht die Juden. Aber die Juden haben es auch nicht verhindert, sagen wir es mal so. Hierdurch wollte er zeigen, dass das Evangelium den größten Sündern gepredigt werden sollte. Ja? Den größten Sündern, welche sind das denn? Die Heiden und die Juden, die ihn abgewiesen haben. Es gab ja auch Juden, die ihn akzeptiert haben. Aber die Juden, die gefragt haben oder die gefordert haben, dass er gekreuzigt werden soll, die Juden sind bei den größten Sündern. Und diesen soll das Evangelium erst gepredigt werden. Ja, fährt der Autor fort, den Reichtum und die Hinlänglichkeit seiner Versöhnung zeigen, da dieselbe auch für seine Mörder gilt. Möchte nun ein jeder dies wirklich glauben, dann wird er selig werden und dann erfahren, dass das Evangelium eine Kraft Gottes ist, die da selig macht, alle, die daran glauben, alle, keinen einzigen ausgeschlossen. Die glauben, nicht die lesen, aber die glauben. Glaube kommt durch das Wort Gottes und das Wort Gott kommt durch die, Wort Gottes kommt durch die Predigt. Steht an einer anderen Stelle in der Bibel geschrieben. Ja? Glaube kommt durch das Hören des Wortes Gottes. Und hiermit endet die Analyse von Vers 16. Und wir gehen so weit, so direkt fort mit Vers 17, wo wir dann den nächsten Vers besprechen und analysieren werden. Aber hierzu möchte ich noch mal kurz abschließend sagen, dass mich keiner hier verkehrt versteht. Die Juden haben Jesus nicht gekreuzigt. Das waren die Römer. Die Juden haben dafür plädiert, dass Jesus gekreuzigt werden soll. Ja. Die Juden haben Jesus abgelehnt. Ja. Die Juden haben gesagt, wir haben keinen König außer Cäsar. Ja. Aber ihn ans Kreuz genagelt haben die Römer und nicht die Juden. Die Juden sind Mitschuld am Vergießen des Blutes Jesu Christi, aber die eigentliche Schuld am Vergießen des Blutes Jesu Christi tragen die Römer. Das muss man so deutlich sagen. Die Juden haben sich ja in der Vergangenheit schuldig gemacht, auch an dem Sterben, an dem Ermorden im Grunde anderer Propheten. Die Propheten aus dem sogenannten Alten Testament, aus dem Gesetz und den Propheten, da sind ja eine ganze Menge Propheten von den ungläubigen Juden, von den abgefallenen Juden, von den heretischen Juden damals ermordet worden. Und Jesus hat ja auch gesagt, ein Prophet gilt nichts in seinem eigenen Land. Ne? Und da hat er recht mit. Das ist heute auch nicht viel anders. Aber im Endeffekt für die Kreuzigung verantwortlich waren die Römer und nicht die Juden. Und dann fahren wir fort im zweiten Teil dieses Videos heute, wo wir uns in den 17. Vers aus dem ersten Kapitel der Römer begeben. Und hier in diesem 17. Vers ziehe ich die Schlachterbibel 2000 deutlich vor gegenüber dem, was hier im Buch steht, also was aus der Lutherbibel kommt. In der Lutherbibel lesen wir: Sintemal darinnen geoffenbaret wird die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Buchstäblich Gottes Gerechtigkeit. Welche kommt aus Glauben in Glauben, wie denn geschrieben steht, der Gerechte wird seines Glaubens leben. Wohingegen in der Schlachter steht, denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und da bin ich auch letztes Mal schon drauf eingegangen, wie wichtig dieser kleine Teil des Satzes ist, dass wir verstehen, dass das damals der Satz war, der Martin Luther bekehrt hat, möchte ich jetzt mal sagen. Der Martin Luther hat einsehen lassen, dass er mit dem, was er in der römisch-katholischen Kirche an Arbeit verrichtet hat, als Augustinermönch und auch sonst, was er da gemacht hat, als Professor an der Universität und so weiter, ihn niemals zur Erlösung bringen kann, sondern dass der Gerechte wird aus Glauben leben. Das
war ein ganz wichtiger Satz für Martin Luther und ist auch heute noch ein ganz wichtiger Satz zum allgemeinen Verständnis. Und das ist halt der Vers 17 im Römerbrief. Hierdurch erklärt der Apostel, weshalb das Evangelium eine Kraft Gottes zur Seligkeit ist. Er sagt, die Ursache ist diese, dass das Evangelium uns Gottes Gerechtigkeit offenbart, ohne welche niemand selig werden kann. Aber was meint der Apostel denn hier mit Gottes Gerechtigkeit? Gottes Gerechtigkeit in der Meinung des Apostels an dieser und an vielen anderen Stellen seiner Briefe ist den meisten Menschen, selbst in der Christenheit, eine gänzlich neue und unbekannte Sache. Um diesen Ausdruck zu verstehen, muss man mit der Redeweise der Heiligen Schrift im Allgemeinen und mit derjenigen des Apostels im Besonderen vertraut sein. Gottes Gerechtigkeit würde sonst dem Wortlaut nach jene Eigenschaft Gottes bedeuten, durch die er gerecht und dadurch in seinen Gerichten schrecklich für die Sünder ist. Doch hier und an vielen anderen Stellen hat dieses Wort eine eigene und ganz besondere Bedeutung. Es bezeichnet eine ganz andere Sache als die oben genannte Eigenschaft Gottes. Der eigenen Erklärung des Apostels gemäß, insbesondere in Kapitel 3, Verse 21 und 22, ist die Gerechtigkeit Gottes, die durch das Evangelium geoffenbart wird, das uns von Gott geschenkte Verdienst Christi, das den Gläubigen zugerechnet wird und das deshalb Gottes Gerechtigkeit genannt wird, weil sie von Gott selber gegeben ist und zudem auch die alleinige ist, die vor Gott gilt. Im dritten Kapitel sagt der Apostel, nun ist aber ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, was buchstäblich sagt Gottes Gerechtigkeit, geoffenbaret. Nun ist aber ohne Zutun des Gesetzes Gottes Gerechtigkeit geoffenbaret und bezeuget durch das Gesetz und die Propheten. Ich sage aber, von solcher Gerechtigkeit vor Gott, also Gottes Gerechtigkeit, von solcher Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesum Christum zu allen und auf alle, die da glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, den sie an Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, so durch Jesum Christum geschehen ist. Im fünften Kapitel wird diese Gottesgerechtigkeit noch ausführlicher beschrieben als die große Gabe des Opfers für die vielen Sünden durch die Gnade des einigen Menschen Jesu Christi. Und dieser große Gnadengedanke Gottes wird also erklärt, Zitat, gleich wie durch eines Menschen ungehorsam viele Sünder geworden sind, also auch durch eines Gehorsam werden viele Gerechte. So kann man das lesen. Jetzt werde ich es mal richtig betonen. Gleich wie durch eines Menschen ungehorsam viele Sünder geworden sind, also auch durch eines Gehorsam werden viele Gerechte. Ende Zitat. Als der Mensch durch den Sündenfall alle seine eigene Gerechtigkeit und sein ganzes Vermögen vor dem Gesetze Gottes gerecht zu sein verloren hatte und demnach ewiglich verdammt sein musste, hat Gott in seiner großen Barmherzigkeit diesen gnadenvollen Ratschluss gefasst, selber uns Menschen eine Gerechtigkeit zu verschaffen, eine vollkommene Gesetzeserfüllung, sowohl in Bezug auf die Gebote wie auf das uns zuerkannte Strafurteil, dem wir unterworfen waren. Welche Gerechtigkeit uns zugute dasteht, um durch den Glauben erfasst zu werden. Und wenn dies geschieht, dann sind wir durch diese Gerechtigkeit vollkommen frei von allen Urteilen des Gesetzes und im Himmel als Erben des ewigen Lebens eingeschrieben. Von dieser Gottesgerechtigkeit redet der Engel Gabriel im 9. Kapitel bei Daniel, als er von dem Tode Christi sagte, dem Übertreten wird gewehret und die Sünde zugesiegelt und die Missetat versöhnet und die ewige Gerechtigkeit gebracht. Ende Zitat.
Das ist diese Gottesgerechtigkeit, die mit dem besten Kleid in Lukas 15, 22, mit dem hochzeitlichen Kleid Matthäus 22, 12 und der reinen und schönen Seide, die im Blut des Lammes gewaschen war, Offenbarung 7, 14, 19 und 8, bezeichnet wird. Also Offenbarung 7, Vers 14 und Offenbarung 19, Vers 8. Ich möchte noch mal kurz auf diesen Satz eingehen. Von dieser Gottesgerechtigkeit, die wir gerade eben besprochen haben, von dieser Gottesgerechtigkeit redet der Engel Gabriel im 9. Kapitel bei Daniel. Das geht hier um die Verse 4 bis 27. Als er von dem Tode Christi sagte, dem Übertretenen wird gewährt und die Sünde zugesiegelt und die Missetat versöhnet und die ewige Gerechtigkeit gebracht. Ich wäre ja nicht Jörg, wenn ich jetzt nicht zurückgehen würde auf das Buch Daniel, mich hier in der Schlachterbibel mal aufschlagen würde und sage, dann müssen wir halt den von mir so oft zitierten Fall Daniel Kapitel 9, Verse 4 bis 27 noch einmal lesen. Ihr wisst ja, dass ich da eigene Videos drüber gemacht habe. Der größte Betrug seit dem Garten von Eden. Und das könnt ihr euch natürlich auch gerne nochmal anschauen. Nur hier nochmal eben die Verse 4 bis 27, die über Jesus Christus gehen und nicht über einen zukünftigen Antichristen. Es steht geschrieben: Über dein Volk, sagt der Erzengel Gabriel, Daniel in der babylonischen Gefangenschaft, und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt, um der Übertretung ein Ende zu machen und die Sünden abzutun, um die Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, um Gesicht und Weissagung zu versiegeln und dein Allerheiligstes zu salben. Vers 24. Ich muss im Grunde ja gar nicht weitergehen. Vers 24 sagt es ja alles. Über dein Volk und deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt. 70 Siebente heißt es im Originaltext. Ja? Und da in der Prophezeiung in diesem Fall ein Tag wie ein Jahr ist, sprechen wir über 7 mal 70 Wochen, also 7 mal 70 Jahre, das heißt 490 Jahre, in denen der Erzengel Gabriel sagt, über dein Volk, ja, er sagt nicht über mein Volk, weil er spricht ja mit der Autorität Gottes, der Erzengel. Er sagt also nicht über mein Volk und meine heilige Stadt. Nein, nein, er sagt über Daniels Volk und Daniels heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt, um der Übertretung ein Ende zu machen. Was ist denn die Übertretung? Sünde, richtig? Und die Sünden abzutun, um die Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, um Gesicht, also Vision und Weissagung zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. Jesus Christus. Christus steht für der Gesalbte. Ja? Es geht um Jesus Christus in Daniel Kapitel 9, Verse 4 bis 27. Es geht im ganzen Kapitel hier um Jesus Christus. Hauptsächlich in diesen letzten paar Versen. Von daher sehr schön, dass der Autor hier das aufnimmt und uns deutlich macht, dass er ganz deutlich sagt, von dieser Gottesgerechtigkeit redet der Engel Gabriel im 9. Kapitel bei Daniel, als er sagte, dem Übertreten wird gewährt und die Sünde zugesiegelt und die Missetat versöhnet und die ewige Gerechtigkeit gebracht. Das ist diese Gottesgerechtigkeit, die mit dem besten Kleid, mit dem hochzeitlichen Kleid, mit der reinen und schönen Seide, die im Blut des Lammes gewaschen war, bezeichnet wird. Nun sagt der Apostel, dass diese Gottesgerechtigkeit durch das Evangelium geoffenbart wird. Es sagt nicht, dass sie erst während der Zeit des Evangeliums entstand oder den Menschen zugeeignet zu werden begann. Denn vor Gottes Augen war das Lamm von Anfang der Welt erwürget, wie wir in Offenbarung Kapitel 13, Vers 8 lesen können. Er sagt auch nicht, dass sie im alten Bunde, also im Gesetz und den Propheten, unerkannt war. Im Gegenteil,
hat er gerade im Texte auf das Zeugnis eines Propheten von der Gerechtigkeit durch den Glauben hingewiesen. Und im vierten Kapitel zeigt er, dass Abraham gerecht wurde durch die Zurechnung eben derselben Gerechtigkeit. Tja, Abraham wurde damals gerecht gemacht und seinen Namen verändert von Abram in Abraham. Ja? Welche Gerechtigkeit war denn das? Welches Gesetz hat er denn befolgt, wenn das Gesetz doch so gesagt erst in Exodus 20 eröffnet wird? Na, das Gesetz gab es schon viel länger, aber da wurde es offiziell, sage ich jetzt mal, bekannt gegeben. Und diese Gerechtigkeit, die Abraham zugerechnet wurde, durch Gott selber, konnte ihm ja nur zugerechnet werden durch den Glauben. Ja? Nein, fährt der Autor fort, er sagt hier nur, dass ihre höchste vollkommene Offenbarung durch das Evangelium geschah. In Bezug auf diese Gottesgerechtigkeit sind drei große Zeitabschnitte zu betrachten. Der erste, als Gott den gnadenvollen Beschluss in seinem ewigen Rate darüber fasste. Der zweite, als er während der vorbereitenden Zeit des alten Bundes sie verhieß und sie auf alle diejenigen anwandte, die in Wahrheit an den Verheißenen glaubten. Der dritte, als sie durch das Evangelium vollkommen geoffenbart und gepredigt wurde. Von dieser Offenbarung der Gerechtigkeit in der seligen Zeit des Evangeliums gab Gott viele liebliche Zusagen im alten Bunde, solche wie zum Beispiel diese, Zitat, »Mein Heil ist nahe, dass es komme, und meine Gerechtigkeit, dass sie geoffenbaret werde.« Ende Zitat. Jesaja, Kapitel 56, Vers 1. Aber der Apostel fügt hinzu, aus Glauben in Glauben. Das ist ein wunderbarer und dunkler Ausdruck. Zunächst muss doch bemerkt werden, dass es im Grundtext heißt, aus Glauben zum Glauben. Nun haben etliche es so erklärt, dass es besagen will, aus dem Glauben, den man im alten Bunde an den kommenden Heiland hatte, zum Glauben des neuen Bundes an den bereits gekommenen. Andere wiederum von dem einen Grade des Glaubens zum anderen und so weiter. Aber ohne Zweifel haben diejenigen es recht begriffen, die den Ausdruck so deuten. Aus Glauben zu oder an Gottes Gerechtigkeit, da es ganz einfach bedeutet, im Evangelium wird Gottes Gerechtigkeit aus dem Glauben geoffenbart oder die Gerechtigkeit, die aus dem Glauben ist, zum Glauben. Das heißt, dass man glaubt. Die Gerechtigkeit aus dem Glauben wird im Evangelium geoffenbart, auf das die Menschen glauben. Dann stimmt es auch gut überein mit dem Vers 5, wo selbst der Apostel sagt, dass er das Apostelamt empfangen habe, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten. Das heißt, wie wir zuvor fangen, den Gehorsam, dass man glaubt. Schließlich will der Apostel eben dasselbe vom Zweck des Evangeliums sagen, wie von dem des Apostelamts. Derselbe war der, die Gerechtigkeit des Glaubens zu offenbaren, auf das Menschen glauben und selig werden möchten. Diese Redeweise hat er auch in Kapitel 3, Vers 22, wo wir lesen, »Ich sage aber von solcher Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesum Christi zu allen und auf alle, die da glauben.« Ende Zitat. Wie denn geschrieben steht bei Habakuk 2, 4, der Gerechte wird seines Glaubens leben. Hier verweist er an die Schriften des Alten Testaments, also des Gesetzes und der Propheten, zur Bekräftigung dessen, was er soeben sagte. Und er beweist dadurch, dass hier eigentlich keiner neuen Lehre Bahn gebrochen sei. Wie er auch Vers 2 angedeutet hatte, sondern dass Gott zu allen Zeiten die Menschen auf eben dieselbe Weise gerecht gemacht hat. Ja, Gott macht ja nicht Menschen auf eine Weise gerecht und danach auf eine andere. Gott ist unveränderlich. Es geht immer nur auf ein und dieselbe Art und Weise. Alle, die jemals vor Gott gerecht und selig wurden, sind dies durch den Glauben an Christum geworden, wie es in Hebräer 11, Kapitel 4 schon von Adams zweitem Sohn Abel geschrieben steht. Dieser Spruch, der Gerechte wird seines Glaubens leben, wird unzweideutig, wenn die Worte in der Reihenfolge, die sie im Grundtext haben, gelesen werden. Nämlich, der Gerechte aus Glauben wird leben.
Das heißt, der durch den Glauben Gerechte. Jedenfalls bleibt doch die Meinung des Apostels dieselbe, dass niemand ohne Glauben gerecht sei und dass nur der Glaubende Leben oder das ewige Leben haben wird. Noch an zwei anderen Stellen hat er denselben Spruch angeführt. Zunächst in Galater 3, Vers 11, wo selbst er mit der Beweisführung zu tun hat, wie niemand durch das Gesetz gerecht werden kann, führt er diesen Spruch nochmals an. Ferner in Hebräer Kapitel 10, Vers 38, wo selbst er diejenigen, an die er schreibt, im Glauben zu beharren ermahnt, führt er wiederum diesen Spruch an und erklärt unmittelbar darauf, im ganzen 11. Kapitel reichhaltig, dessen Meinung, indem er zeigt, wie man von Anfang der Welt an nur durch den Glauben Gottes Gerechtigkeit und das Zeugnis davon erhalten hat. Ja, ich weiß, es ist fast eine Stunde, ich möchte aber eben noch ein Stück weiterlesen, aber trotzdem muss ich hier eben mal eine kurze Bemerkung machen. Er sagt, indem er zeigt, wie man von Anfang der Welt an nur durch den Glauben Gottes Gerechtigkeit und das Zeugnis davon erhalten kann. Nachdem das Gesetz an Berg Sinai gegeben wurde, im 2. Buch Mose, Kapitel 20, wussten wir ja, dass die Juden damals ausgezogen waren aus Ägypten. Und dass sie ausgezogen waren aus Ägypten, hat ja hauptsächlich den Grund gehabt, dass Gott in der Pascha-Nacht, wie wir das in Deutsch wohl sagen, Passover, ne, vorbeiziehen, ihre Türschwellen und Rahmen mit dem Blut eines geschlachteten Lammes eingepinselt hatten. Und als sie dann das levitische Gesetz später bekommen haben, nachdem die 10 Gebote gesagt wurden, fahren wir dann ja fort in der Bibel mit dem Buch Levitikus und Nummern. Und da werden dann ja die ganzen anderen Gesetze gegeben, die auf Tierenhaut geschrieben sind und die außerhalb der Arche bewahrt wurden. Und diese ganzen zeremoniellen Gesetze, die auf Jesus Christus hindeuten zum Schluss, die hat Jesus Christus ja am Ende eben auch erfüllt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Niemals ist ein Mensch gerecht geworden vor Gott durch das Vergießen des Blutes eines Lammes. Niemals ist ein Mensch gerecht geworden vor Gott durch irgendetwas zu tun. Aber durch den Glauben zu haben, dass er durch das Vergießen dieses Blutes errettet wurde, das hat ihn gerecht gemacht im Alten Testament. Damals hat man noch die Tieropfer gebraucht und das Vergießen des Blutes der Tiere gebraucht als ein Symbol, woran die Leute, die daran geglaubt haben, gesagt haben, durch das Vergießen dieses Blutes bin ich gerecht gemacht. Ich habe nämlich den Glauben an das eine rechtige Lamm, auf die alle diese Prozedur im Grunde hinweist. Das einzige wahre Lamm, das kommt. Ja, das Lamm, das geschlachtet wurde, bereits vor die Welt gegründet wurde, wie wir an anderer Stelle in der Bibel lesen. Das ist der Glaube an die Gerechtigkeit Jesu Christi. Und wir, die wir heute leben und die wir das Evangelium haben, wissen, dass Jesus Christus für uns sein Blut vergossen hat. Und durch das Vergießen seines Blutes werden wir gerecht gemacht. Durch den Glauben daran, dass wir das Glauben, dass er sein Blut für uns vergossen hat, das macht uns gerecht. Während wir also im alten Bund noch das Blut von Tieren vergossen haben, haben wir im neuen Bund das vergossene Blut Jesu Christi. Aber beides steht für denselben Fall. Und jedes Mal müssen wir glauben. Ihr erinnert euch sicher noch an den ungläubigen Thomas, der meinte von, ja, Jesus, bist du es wirklich? Und Jesus sagt, ja, komm, fass mich an, hier ist meine Hand, hier sind meine Füße, fass mich an. Und er sagte, jetzt, wo ich dich angefasst habe, jetzt glaube ich. Und Jesus hat gesagt, wie viel seliger sind diejenigen, die glauben, ohne mich gesehen zu haben. Das ist der Casus Knactus. Da geht es im Grunde in dieser ganzen Geschichte drum. Ja? Und da werden wir später in der nächsten Lesung vielleicht nochmal ein bisschen dichter darauf eingehen. Ich werde das hier jetzt doch nicht bis zum nächsten 18. Vers lesen, da haben wir noch eine kleine Seite, aber wir sind schon etwas über eine Stunde. Ich möchte das lieber hier beschließen und möchte euch mit euren eigenen Gedanken zu dem, was wir heute gelesen und gelernt haben, belassen und möchte nur noch mal eben drauf drücken, dass wir sehen, wie dieser alte Bund, wie er genannt wird, im Grunde nichts anderes ist als der neue Bund. Nur dem alten Bund, der konnte ja nur den Juden bekannt gemacht werden, weil die Heiden, die haben ja alle möglichen Sachen geopfert, aber eben nicht geopfert,
wie Gott es vorgeschrieben hat im Buch Levitikus. Ja? Ganz, ganz wichtiges Buch in der Bibel, dass wir die Priesterschaft von Israel verstehen und was sie getan hat die ganze Zeit hindurch. Sehr, sehr wichtig, um zu begreifen, dass man nur durch den Glauben gerecht wird. Der Glaube in diesem Fall an das Blut des Lammes, das immer Jesus Christus war. Im Alten Testament dargestellt durch die Tieropfer im Tempel und im Neuen Testament durch unseren Glauben, dass wir eben daran glauben, dass Jesus damals am Kreuz für uns gestorben war. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und jetzt sagt ihr natürlich, ja Jörg, was hat denn deine ganze Lesung heute noch mit Sodomie zu tun? Ja, die Sodomie steht hier nicht im Vordergrund, aber es geht ja darum, dass die Kraft Gottes ist, die da selig macht, alle, die daran glauben. Und Sodomiten glauben eben nicht. Sie lesen das Wort Gottes, aber sie glauben es nicht. Und das werden wir in den nächsten weiteren Lesungen auch noch lernen. Bis dahin, Maranatha.